Hi Leute, hier ist wieder Dreamer von Dreamer Bushcraft und ich war heute wieder mal angeln, habe den Herbsttag genossen, bin gleich nach dem Nachtdienst raus und ich wurde auch belohnt dafür. Ich habe einen schönen Barsch gefangen und speziell bei Barschen gibt es eine ganz einfache Technik, wie man die ausnehmen kann und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Los geht's! Wie auch im Survival und Bushcraft ist es ganz wichtig, dass das Werkzeug richtig gut arbeiten kann und damit ein Messer gut arbeiten kann, muss es scharf sein. Und damit es schön scharf wird, nehme ich hier einen Wetzstahl. Es ist eigentlich kein Stahl, es ist aus Keramik. Es ist nochmal einen Ticken härter als Stahl. Und ich ziehe das Messer jetzt nochmal kurz ab. Bitte macht es nicht auf euch zu. Ich habe es mir irgendwann angewöhnt und seitdem mache ich es so. Ich habe mich am Anfang mal geschnitten, aber irgendwann habe ich es dann ausgecheckt. In der Regel macht man es wegwärts, aber tja. Ich kann es gar nicht anders. Ich habe es so von meinem Opa gelernt und behalte es einfach so bei. Aber wer das jetzt anfängt, schaut, dass er es anders macht. So, kleiner Nageltest. Wunderbar, passt. So, jetzt geht's an Fischfiletieren. So, das ist das gute Stück. Wie gute 500 Gramm für unsere Gegend. Eigentlich ganz ordentlich, also braucht man sich nicht für schämen. Ist auch richtig rund. Ich denke, da hat schon noch Laich im Bauch. Werden wir mal gleich sehen. Und Länge ungefähr ja, so 30, 35 cm. Ist auf jeden Fall eine schöne Mahlzeit. So, und wie man den jetzt ganz fix und einfach ausnimmt, seht ihr jetzt. So, beginnen tun wir, dass wir rechts und links entlang der Rückenflosse unter der Haut einschneiden. Also ich steche quasi hinterm Kopf ein. Ihr merkt schon, ihr fühlt auch, wo quasi die Wirbelsäule oder der Flossensaum da ist. Stecht ein. Huch. Ich lege mal hin, das ist einfacher. Da Fische ja manchmal glitschig sind, bekannterweise. Steil einstechen und dann möglichst flach erstmal hinterwärts. Verletzt euch nicht beim Barsch, speziell an den Stacheln, die sind recht spitz. Und natürlich müsst ihr auch aufpassen, dass ihr euch nicht schneidet. Aber wenn ihr erstmal unter der Haut seid und das Messer schön geschärft ist, ist es in der Regel kein Ding, dass ihr da schön durchkommt. So, dasselbe auf der anderen Seite. Dazu lege ich ihn jetzt mal hin, das fällt mir jetzt einfacher. Einfach drauf, selbes Spiel. Einfach schön entlang fahren, möglichst flach erstmal, dass wir nicht so tief schneiden. Das hinter. So, mir fällt es am einfachsten, wenn ich da direkt bei der Rückenflosse irgendwo versuche, zwischen Haut, also zwischen Fischhaut und Fleisch zu kommen. Normalerweise geht es ganz gut. Am besten geht es natürlich mit frischen Fischen, der ist jetzt noch ein bisschen, naja, ein paar Stunden alt, aber passt schon noch. Ich habe ihn gleich in den Kühlschrank, weil ich musste mich da nicht erstmal hinlegen nach dem Nachtdienst, weil ich doch etwas geschafft war. So, und dann einfach mit ganz leichten Schnitten, quasi nur mit der vorderen Schneide, immer so leicht entlang fahren. Schauen, dass die Klinge eher der Haut zugewandt ist, die ist recht robust, da braucht ihr keine Angst haben, als dem Fleisch, weil sonst schneidet ihr lauter Fetzen, das ist dann nicht so schön und ihr verschwendet ein bisschen was. Ist auch ein bisschen Übungssache, aber mit der Zeit geht es schon. Also die ganz, ganz schnelle Nummer wäre jetzt, ich fahre einfach mit dem Finger rein, ziehe das Ding durch, aber da ich jetzt eigentlich keinen Stress habe, nicht draußen bin, mache ich das möglichst schön, dass ich dann auch ein lecker Stückchen Fisch auf meinem Teller liegen habe. So. Das schön mit Vorsicht. Immer wieder vor. Da kommen wir jetzt schon auf die Bauchgräten da unten. Didam, didam.
Jawohl. Also da lohnt sich das auch, mal einen guten Wetzstahl oder in meinem Fall Keramikstahl zu investieren. Weil da habt ihr einfach mehr Spaß mit eurem Werkzeug, sprich mit eurem Messer, wenn die Dinge einfach gut schneiden. Das ist auch bekannt, da gibt es so einen Spruch, man verletzt sich mit stumpfen Messern. Stumpfen Messern eher, weil man immer ein bisschen mehr Gewalt anwenden muss, dass man dann sein Vorhaben durchführen kann. Aber dadurch, dass es stumpf ist, gleitet es nicht so gut und da ist es immer ein bisschen unberechenbar, wann es jetzt wohl durchführt, den Schnitt durchführt und dann rutscht man ab und dann passieren in der Regel die Unfälle. Und dem folge ich vor, indem ich mir einen Wetzstahl, was weiß ich, von Zwilling zum Beispiel, kriegt ihr schon für 20, 30 Euro. Der tut es in der Regel auch, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Mit dem Keramikwetzstahl. Im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Nur was ich gemerkt habe ist, man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht so genau, aber der Keramikwetzstahl, dadurch, dass er wesentlich härter als Stahl ist, ich muss Keramikwetzstab sein, nicht immer Stahl, ich habe mir das angewöhnt, dann wird die Klinge ziemlich zerkratzt einfach. Das ist jetzt optisch unschön, ich denke, im Großen und Ganzen nimmt das Messer kein wirklichen Schaden davon, wenn man es ansonsten pfleglich behandelt, aber das wäre zum Beispiel eher ein, nicht unbedingt ein Kontrapunkt, aber ein nicht so schönes Ding. So, jetzt habe ich soweit geöffnet, jetzt kann ich rein, ganz entspannt, beim Vorwärtsfahren auf die Stacheln aufpassen, weil die sind richtig fies. Von oben drauf. Richtig runter, nach hinten gleiten. Schauen wir, dass man dann unten die Finger zusammenkriegt. Und Daumen rein, dann nach hinten fahren, die Haut abstreifen quasi. Man kann es auch mit dem Messer machen, aber da hinten geht es schon. So, dasselbe auch vorwärts. Am besten haltet ihr dann hinten mit dem Daumen an der Schwanzflosse fest. Zieht dann auch vor. Auch da vorne müsst ihr aufpassen beim Kiemendeckel. Dieser Dorn hier, da hat ihr am Kiemendeckel einen richtig fiesen Dorn. Da könnt ihr euch mal locker dran schneiden, wenn ihr nicht aufpasst. Hier, also das ist tricky. Lecker Fisch, aber er wehrt sich selbst noch, wenn er tot ist. Einfach hinten festhalten, Daumen rein, mit dem anderen Daumen vorwärts fahren, der anderen Seite genauso. So, dann schauen wir, dass wir das unten gelöst kriegen. Unten einfach mit dem Messer. So dass ihr dann entspannt euren Finger durchkriegt quasi. Jetzt andere Finger rein. Also hinten festhalten. Mit dem anderen Finger könnt ihr mit dem Messer machen. Oder ihr zieht es einfach durch. Hier ab. Ich habe jetzt quasi die Haut hinten auf der Flosse gelöst und jetzt seht ihr schon, wie schön das Filet da ist. Das löse ich da, das ist die Afterflosse, das sind Inno-Gräten, ist jetzt nicht so interessant. Und das Schöne dabei, die ganzen Innereien. Bleiben dran. Quasi die Innereien vom Filet.
schneide dann vorne beim Kopf nahest möglich einmal das Fleisch ein, bis auf die Mittelgräten. Selbe Spiel auf der anderen Seite. Wenn da noch ein bisschen was hängt, trennst du noch ein bisschen ab, so wie ihr es beim Lösen der Haut von der Gräte gemacht habt. Wenn das Fleisch eingeschnitten ist, einfach mal beherzt, dann haltet ihr den Kopf so, das Fleisch nach oben und das Filet so, schönes Filet, einigermaßen sauber von der Haut getrennt. Die Mittelgräten brauchen wir beim Braten auch nicht. Da schneidet ihr einfach nun an der Mittelgräte entlang. Am besten ihr macht es im Liegen dann, damit ihr euch nicht in den Finger schneidet. Ich zeige es jetzt nochmal für euch. Nach hinten genauso. Dann, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass ihr einen guten Griff habt und dann könnt ihr die rausreißen. Ist jetzt immer ein bisschen schwierig, weil es natürlich glitschig ist. Ihr könnt die Flossen aber auch dran lassen, das ist jetzt kein Schaden. Wenn ihr eine Forelle gebacken kriegt, dann sind da die Flossen auch dran zum Beispiel. Das ist jetzt nicht so wild. Aber so würde es funktionieren. Am leichtesten ist es dann, wenn ihr von hinten rangeht und nach vorne zieht. Aber wie gesagt, das ist jetzt durch die Handschuhe so glitschig. Und ich finde es jetzt persönlich auch nicht so schlimm. Ja. Das war jetzt mal relativ ausführlich, da ich es schön machen wollte, wie man einen Barsch schön filetiert. Hier ist die Haut. Den könnt ihr wieder zurücksetzen, der kann wieder weiter schwimmen. Nee, Schmarrn. Hier sind die Innereien, alles drin und ich habe sauber das Filet, muss nur noch einmal waschen, na, die Schwimmblase ist nicht mit raus, aber auch nicht wie der Wild, einfach an den Seiten anritzen, raus damit, am besten mit dem Zeber, da ist es greifbarer, weil so ist es einfach glitschig auch durch die Handschuhe. Ja. Und dann in Mehl wenden, braten, Beilagen je nach Belieben. Et voilà, lecker Flussbarsch aus der Saale. So, wenn ihr das alles gemacht habt, dann einfach Salz und Pfeffer, Außen- und Innenwürzen, Butter in die Pfanne, ich habe noch ein paar Kapern und dann einfach braten. Nach dem Salz und Pfeffer noch ein bisschen in Mehl wenden, abklopfen, rein in die Pfanne und schmecken lassen. Alles klar. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut, geht raus, habt Spaß. Euer Dreamer von Dreamer Bushcraft. Ciao.